im Louvre. Es war zu Paris, ich habe mir gesagt, du verflixt. Neben dem Eiffelturm sollte man noch sehen, das Riesenmuseum, bekannt als der Louvre. Ich gehe rein, da ist folgendes geschehen. Ich begrüsse meine 10 vornehme Herren, begrüssen, ha erfahren müssen. Ich sei der 500 Millionenste Eintritt. Das müssen wir feiern, nebst Blumen und Sekt. Erklärt mir im Louvre-Verein zuerst mein Beitritt. Dazu habe ich Recht auf ein Kunstobjekt. Der Louvre ist gross und für ein Stück daraus darf ich mich entschliessen. Das Beste wäre, sie nehmt die Venus von Milo. Stellt euch vor, in der Kunstwelt der Lärm. Doch die Venus wiegt mindestens 800 Kilo. Und überhaupt, sie hat gar keine Arme. Darum kann ich mich für die kostspielige Frau einfach nicht entschliessen. Darum renne ich gegen die Nike, die von Samothrake, weil die Bern in meinem Garten an Statue gebricht. Doch eben auch da merkt man bald, dass die Ake Kopf hat. Dazu noch ein viel grösseres Gewicht. Wie schleppe ich die heim, weiss es nicht. Darum auch hier kann mich nicht entschliessen. Heno, denke ich, nimmt mir zur Not die Mona Lisa. Ein Schmuck für mein Zimmer, das Lächeln hing mild. Über meinem Schreibtisch käme nicht auf einen Preis an. Doch es brauche ich eine Schildwache für so ein teures Bild. Eine Schildwache im Zimmer, nein, das führt mir zu weit. Ich kann mich nicht entschliessen. Ich will auch kein Sphinx, auch keine Mumie, drum Trabi zur indischen Kuh. Hey, die ist doch bekannt. Wie wär's mit dem Gesetzbuch, das vom Hammurabi? Oder der eiergross Tropf brillant? Die Wahl wird mir zur Qual, jetzt gebe ich es auf. Ich kann mich nie entschliessen. Das Kassenfräulein frage ich, ue la sorti. Ist die aber herzig? Ja, jetzt hab ich's dus. Mademoiselle, je vous aime, fällt mir sofort ein. Jetzt bin ich sicher mein glücklichster Entschluss. Ich hatte leider erfahren müssen, sie können sich nicht entschliessen.